Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Momo hat dir gerade die Haube aufgesetzt, denn wir gehen jetzt auch gleich raus. Wir gehen zu meinen Eltern und ja. Ja, das ist der Plan. Wir gehen zu meinen Eltern. Yemek yiyecek biliyor mu hareketlerini yok. Git kızım git. Git. Freunde, wir sind jetzt weg von den Eltern. Also wir fahren jetzt weg von den Eltern. Es geht ab, ja, ihr hört es. Es geht ab zu Freunden. Die sind umgezogen und neu eingezogen. Und ja, wir sind eingeladen zu denen. Und nehmt euch mit. Dürfen wir mitschwören? Nein. Was hat sie gemacht? Bruder, hier sitzt ihr Wohnung komplett noch. Sie sind schon eingezogen. Ja, Freunde, ihre Wohnung ist einfach nur zu krass. Das ist der obere Stock. Ja, es ist noch nicht ganz fertig. Ja. Diese Wohnung, das gehört Burak Zemba. Tschüss. Wohnbereich. Was ist das für eine geile Küche, Freunde? Das ist so wie aus Katalog. Und Essbereich. Bitte zeig mal. Und hier ist einfach Couch. Ja, du hast du. Das ist der Burak. Ja, aber was wir machen mit der Träger da hinten? Das musst du auch sagen. Nur irgendein, er kann nicht mehr. Ich hab ihn gesagt. Ja. Hauptsache, er hat sich hingesetzt und ich höre nur so Bumm. Ja. Burak. Warte, Malik, ich muss dir was zeigen. Schau, wer hat diese Kratze gemacht? Wallah, Momokane hat das gemacht. Yemin et. Ja. Jetzt machen wir eine neue Kommode. Ja. Morgen, ich könnte zurückgehen bei Ikea. Apropos Ikea, 365 Tage Rückkommen. Bruder, was macht sie? Mante. Das ist Gnocchi. Also ich habe gedacht, das ist Tortellini, Bruder. Okay. Moruf! Wir sind immer noch hier. Und es ist zu Abend. Freunde, das ist das Essen. Ich habe meine Suppe schon gegessen. Es gab Brokkolisuppe. Wieder was anderes. Moin, kennst du das bei Hochzeit, oder wenn jemand filmt? Ja. Und dann gleich weg. Ich habe so gut gemacht. sie tut Multivitamin analysieren. Bilmiyorum. Ja, wir gönnen uns jetzt. Bruder. Bilmiyorum, was hast du denn? Und endlich zu Hause angekommen. Ja, Freunde. Mittlerweile ist auch schon. Wie spät ist es? Es ist 10:15 Uhr. Okay. Okay, das heißt für uns? Es ist Zeit zum Schlafen, es ist Zeit, Medina schlafen zu legen. Hast du gehört? Schlafenszeit. Dinne. Sag gute Nacht. Taze Lash. Das war's von diesem heutigen Tag. Wir sehen uns einfach morgen. Und nochmal einen guten Morgen meinerseits. Ich habe Medina schon fertig gemacht, also umgezogen, mich auch und mein Gesicht gewaschen, Zähne geputzt und alles drum und dran. Eine Ladung Wäsche habe ich in die Maschine gegeben. Die Wäsche, die jetzt auf dem Wäscheständer ist, muss ich abräumen. Ja, ein bisschen Haushalt steht halt an. Und ich habe Medina voll süß angezogen, ich zeige euch jetzt was. Das ist ihr Outfit für heute. Ja, Baby, wir zeigen nur dein Outfit und dazu die passende Hose. Und ja, damit sich Momo auch mal... Er will immer, dass ich ihr die Sachen anziehe und ich finde das halt nicht so mädchenhaft, sage ich mal. Aber trotzdem voll süß. Und ja, diese Sachen gehören ja auch mal angezogen, bevor es nicht mehr passt. Demekes?
ihr Lieben, ich habe mir eine ein Babyphone bestellt von Amazon, das heute gekommen ist. Musste ich mir gerade von unten holen. Er hat gemeint, er hat geläutet, aber das stimmt nicht, denn ich war schon die ganze Zeit wach und er hat nicht geläutet. Und ich musste mit Medina runtergehen, was ein bisschen blöd war, aber ja, halb so schlimm. Ich habe jetzt auf jeden Fall endlich ein Babyphone, was ich echt gebraucht habe. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich habe nur zwei Zimmer, also wir haben nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung und es ist voll egal. Aber ich habe keine Lust, immer die Tür zu öffnen, um zu schauen, ob Medina noch schläft, denn ich habe das Gefühl, ich wechsle dadurch einfach auf. Und ja, auch für später, wenn sie dann aufstehen kann vom Bett, ist, glaube ich, ein Babyphone sehr praktisch. Ja, ich berichte euch mehr von dem Babyphone, wenn ich es dann getestet habe. Jetzt Spielzeuge für Medina kaufen. Wir gehen und schläft jetzt im Kinderwagen, mal schauen wie lange und ja, los geht's! Boah. Also komm, steh auf. Wir sind hier für Medina. Das ist das reinste Kinderparadies. Komm. Kleinkind. Ja. Medinas Abteilung. Schon? Nein, ich weiß nicht. Wie steht ihr zu so etwas, Freunde? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass das nicht notwendig ist, da die Kinder es eh irgendwie selbst lernen. Aber vielleicht ändert sich meine Meinung noch. Aber ja, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall um. Medina ist jetzt 5 Monate. Ich habe vor, ihr Sachen zu kaufen, so ab 6 Monaten. Wo ist das zum Rollen? Genau, schauen wir. Okay. Was war das jetzt? Okay. Los geht's. Leute, es geht so, ich zeig's euch jetzt kurz. Und ja, ihr spart mit uns jetzt 2 Euro, okay? Und zwar, das da, ihr seht diese Box, kostet 10er. Das da, kostet 10er. Aber, ihr kommt daher und spart einfach 2 Euro, weil das kostet 18. Freunde, wir können uns zurzeit nicht entscheiden, was wir alles nehmen. Und wir machen immer so im Prinzip. Wir nehmen immer alles und entscheiden dann am Ende, was wir nehmen. Das ist mal gut. Ja. Das haben wir mit Malikas Schwester mal gespielt. Ja. Und das Spiel ist echt geil. Das ist wie Mensch ärgere dich nicht, aber... auf verräterische Art. Ja, mit Karten. Da waren noch Würfel, oder? Nein, das war mit Karten. Ja, eben. Genau. Das ist statt Würfeln mit Karten. Und Leute, das macht richtig Spaß, ja. Das empfehlen wir euch wirklich. Wir sind wirklich so Eltern geworden. Wir stehen extrem auf Gemeinschaftsspiele, ja. In letzter Zeit. Früher hätte ich nie gedacht. Ja. Früher, ich wäre nie in dieser Abteilung, weil glaubst du, wir waren bei Dingmann Smiths oder so, Toys R Us oder so. Schau uns mal an. Ja, aber früher jetzt. Eltern haben glaubst Spielzeug gekauft. Ja. Aber er packt jetzt gerade die Spielsachen ins Auto. Wir werden jetzt auch noch beim Mediamarkt vorbeischauen. Und dann auch nochmal in der Shopping City selbst. Wir wollen woanders schauen. Also die Ausbeute war jetzt nicht so krass. Deswegen schauen wir, ob wir woanders noch bessere und mehr Spielzeuge finden. Er hat das gesehen. Er wollte vor Freude weinen. Er wollte weinen, weil er euch gesehen hat. Wir haben Kinderwagen, das nicht sagen. Achso, sorry. Ich bin nur kalt. Nee, es gibt gratis Cola. Ich darf nehmen, so viel ich will. Nach langem wieder, Freunde. War Piano. Wir bestellen uns jetzt was zum Essen. Wo ist Salat? Ein Salat, oder? Ja. Das habe ich mir zum Essen genommen. Das ist so Burrata-Pizza mit Rucola und Knoblauch. Caesar-Salat. Und ja, wir gönnen uns jetzt. Er gönnt sich schon. Wir verschwenden kein Essen.
Die hat meinen Salat auch aufgegessen. Ja. Wir verschwenden kein Essen. Cousin, was machst du da mit deinem Papa? Wir sind jetzt zu Hause und ich will euch kurz zeigen, was wir uns geholt haben. Da wäre hier einmal dieses Motorikspielzeug. Das soll die Augen und Augenkoordination, Augen- und Handkoordination besser steuern. Und das habe ich schon bei einigen anderen gesehen und ja, dachte mir, warum nicht? Da ist ein Spiegel dran und viele, also das ist vielfältig, das Spielzeug. Dann das, was wir euch schon im Spielzeugladen selbst gezeigt haben. Hier einmal so Bauklötze, die man in die richtigen Löcher rein wirft, in verschiedenen Formen. Und hier einmal so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wie heißt das? Ein Stapler. Genau, ja. Das hat 17 Euro gekostet. Das hat, wie viel? 10 Euro? 10 Euro gekostet. Und für uns haben wir so ein Spiel gekauft. Das haben wir, wie gesagt, bei meiner Schwester mal gesehen. War sehr cool. Was wir eigentlich kaufen wollten, haben wir leider nicht gefunden. Das werden wir uns deswegen von Amazon bestellen. Das zeigen wir euch auch, wenn das kommt. Und dort, Freunde, waren wir ein bisschen was einkaufen. Aber ihr könnt schon erkennen, da sind Eier und so. Also nicht wirklich spannend. Und ja, das war's. Ich habe mich jetzt Bett fertig gemacht. Also ich habe mir einfach mein Pyjama angezogen. Medina habe ich auch schon. Bett fertig gemacht. Ich werde jetzt schlafen gehen und anschließend selber schlafen gehen. Ja. Nach langem wieder ein Video von uns und wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nach unten. Abonnieren nicht vergessen, denn es ist kostenlos und bis zum nächsten Mal.